Möller, ich muss meine Schülerin besuchen, die macht ihr Praktikum. Bleib da! Ist das dein Sozialarbeiter? Ich will auch so einen Kaffee. Ist für die Kunden. Egal, ich nehme ihn eh ohne Kaugummi. Wenn man die Schulzeit beendet hat, denkt man natürlich immer ganz gerne dran zurück, erinnert sich an schöne Momente, aber auch an traumatische. Habt ihr irgendwie so einen traumatischen Schulmoment? Ich hatte mal eine Lehrerin, die Klasse war halt natürlich wieder völlig unruhig und alles und dann sie völlig überfordert. Es reicht, wir schreiben morgen einen unangekündigten Test. Den und sie dann indirekt angekündigt hat. Eben, ja. Genau, das war ganz amüsant, ja. Die Note von Deutsch. Ich bin im Backup. Hey Chantal, ich wette, du kannst keinen Tischtennisball aus deiner Muschi rausfliegen lassen. 5 Euro. Wieso hat sie einen Tischtennisball in der Mumu? Woher soll ich das wissen? Die haben gespielt. So, hast du jetzt ernsthaft Mumu gesagt? Würdet ihr irgendetwas an dem Schulsystem hier bei uns in Deutschland ändern, wenn ihr könntet? Ja. Ja. Erstmal darf die Schule nicht um 8 anfangen. Kinder Doch. Haben einen ganz anderen biologischen Rhythmus. Gucken wir uns, sie geht biologisch an die Sache ran. Ja. Cool. Und mir hat es total viel geschadet, dass ich um 8 Uhr sitzen musste. Ich war da einfach nicht ausgeschlafen, ich war einfach noch nicht aufnahmefähig. Die Schule kann später anfangen. Was ich nicht so ganz verstehe, warum viele Fächer einem Schüler eigentlich ein bisschen so verbaut werden. Mhm. Oder die Interesse dahinter eigentlich. Ich finde, das sollte viel klarer gezeigt werden. Es gibt zum Beispiel in der Physik oder in der Biologie gibt es so interessante Sachen und dann kommen das erste, was du lernst, sind irgendwelche Formeln und ich glaube, es müsste viel praktischer sein oder viel vielleicht auch irgendwo oberflächlicher und dass man sich dann später entscheidet, ja, möchtest du zu dem Thema auch schwierige Formeln lernen und so, das gehört dann irgendwann dazu. So viele Sachen wie, ich muss jetzt meine Steuererklärung machen, ich muss jetzt mich selber versichern, so eine Sachen, die hatte ich keine Ahnung von. Ich bin aus der Schule rausgekommen eigentlich und habe auch viel wieder vergessen, weil alles auf so Kurzzeit getrimmt ist. Du lernst es für einen Test und danach ist es weg. Ich weiß, dass du das richtig toll hinkriegen wirst. Jeder Tag ist pädagogisch durchstrukturiert. Was ist, wenn einer stirbt? No! Danger! Tu das Bein weg! In welche Richtung ist er gefahren? Der Fluss fließt nur in eine Richtung. Ja, in Deutschland vielleicht. Ich schwöre, du bist so Arzt. Ja, oder? Bei den Dreharbeiten zu Fucking Goethe irgendwas total krass peinliches oder witziges während der Dreharbeiten passiert, was nicht im Film zu sehen ist? Wir hatten einen doch mal wieder einen recht anstrengenden Drehtag und sind dann abends, es war stockdüster, mit so einem Speedboat und sind dann gefahren und dann auf einmal, ich dachte, der bremst richtig stark am Anfang. Ja. Wir alle nach vorne und weil wir sind aufgelaufen auf eine Sandbank und dann standen wir da in der Nacht, das war dann aber eigentlich ganz schön. Wir sind dann alle ins Wasser, was nur irgendwie, ja, Schienbein hoch war. Unten der Plankton, oben die Sterne. Genau, das war dann schon ganz schön. So ein bisschen Leben am Limit, erinnert so ein bisschen an dieses Turn Down for What Video, falls ihr das kennt. Achso, das ist witzig. Fuck you, Goethe 2. Wir haben den Roman gelesen, mit der Faust. Aber der war verrückt, dieser Reklam. Schwachmat. Ab 7. September im Kino. So, meine Besten, weitere Videos checkt ihr hier. Abonnieren tut er hier. Und Kiss of M natürlich nicht vergessen.